Frage in die Runde generell, weil das hat Ralf Rangnick gestern auch gesagt, und weil wir schon Speed Connector haben, jetzt kommt Speed ins Spiel. Er hat gesagt, uns fehlen auf der Seite Spieler, die Speed haben, die wirklich eine Geschwindigkeit haben, die international heute auch gefragt ist. Ist das so? Speed ist immer wichtig. Connect. Geschwindigkeit, das muss zusammenpassen. Und mit dem Ballen muss es. Ja, und wenn du Österreicher auch noch bist, Austria, dann sagt dir das hin. Nein, ich vergleiche ein bisschen so einen Nationalteamtrainer wie ein Chefkoch in einem feinen Restaurant, der aber sich die Zutaten nicht selber einkaufen gehen kann, weil er sagt, ich mache jetzt ein Steak mit dem und dem, sondern ihm werden die Zutaten in Form von Spielern einfach hingestellt. Ja? Und ich muss dann schauen, was liegt in dieser Schüssel drinnen, welche Zutaten habe ich und welches Menü kann ich draus machen. Und ich kann kein Steak machen, wenn kein Fleisch drinnen liegt oder ein Steakfleisch, sondern ein Schnitzel. Wenn ein Hühnerfleisch drinnen liegt, wenn ein Hühnerfleisch wäre, kein Steak machen. Aber ich kann aus einem Hühnerfleisch eine super andere Speise. Ja. Und das ist die Kunst von einem Trainer, auch zu sagen, welches Spieler habe ich und was kann ich mit diesen Spielern kann ich zubereiten? Spielen. Und kann nicht sagen, ich stehe jetzt für ein Pressing, egal was jetzt in dieser Schüssel drinnen ist, ich spiele immer Pressing. So wie du meinst, eben mit Nanatovic wird es wahrscheinlich schwierig. Muss ich sagen, ich brauche vielleicht eine andere Lösung. Wie auch immer, aber das ist so die Kunst eines Nationalteamtrainers, noch mehr als eines Vereinstrainers, weil ab einem gewissen Niveau kann ich als Vereinstrainer relativ viel einkaufen, kann interessante Spieler, dann hole ich die Spieler. Aber ich habe die Österreicher oder ich habe die Spanier oder die Deutschen, die stehen für was. Und da muss ich schauen, dass ich das Richtige rausholen. Und eins stört mich auch bei vielen Diskussionen, es heißt immer, wir haben im Nationalteam zu wenig Zeit. Mag stimmen, aber die anderen Nationen haben auch nicht mehr Zeit. Erklärt es mir nicht. Ja. Ich würde das gelten lassen, wenn die anderen Nationen mehr Zeit haben, dann sage ich, das ist ein Wettbewerbsnachteil. Wenn aber jede Nation nur 2 Tage Zeit hat zur Vorbereitung, ist trotzdem wieder die gleiche Voraussetzung für alle. Da muss ich aus diesen 2 Tagen das Beste rausholen. Die Franzosen haben gehabt 11 Ausfälle und haben gespielt wie aus Angus. Da habe ich nichts gehört. Die können zu wenig trainieren. Deswegen, gleiche Voraussetzung, dann kann ich das nicht als Auswahl. Ich verstehe nicht, wieso das jetzt da mit daherkommt, dass er sagt, er hat keine Außenspieler mit Schnelligkeit. Die haben wir früher auch nicht gehabt.